Ich begrüße euch ganz herzlich von der Spirit of Steam Strecke aus der Jubilee Class in dieser grünen Minerva-Lackierung. Die finde ich ganz schön, die gibt es im Creators Club. Wir stehen hier früh am Morgen in Liverpool, glaube ich. Nein, nicht in Liverpool, in Crewe. Und müssen jetzt erstmal die Türen öffnen. So, Türen rechts auf. Dann rüsten wir mal hier den Führerstand auf, was wir aufrüsten können. Können schon mal die Bremse ein wenig lösen. Wie war das nochmal mit den Auswerfern? So, das muss auf jeden Fall auf 21. Inches of Mercury. Der Fahrtrichtungswender in 75 vorwärts. So, die Bremsen sind jetzt komplett gelöst. Das ist natürlich nicht so gut. Ein bisschen müssen wir die Bremsen anziehen. Die Zylinderhähne sind geöffnet. Bandsteuer funktioniert soweit. So. Ja, sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Das ist das Wagenmaterial, das wir hinten dran haben. Hier steigen noch die Leute ein. Sehr gut, gefällt mir. Hier steht noch ein Wagen einfach rum. Ja. Hier auf dieser Brücke, hier kann man echt gut stehen und ein paar Fotos machen, ne? In Realität so. Gibt's die Brücke noch? Weiß das jemand? Ich finde hier diese Bauweise mit diesen runden Bögen, das hat so etwas Orientalisches, oder? Man hat so eine, oder so ein arabischer Baustil. Okay, wir machen mal die Türen jetzt gleich zu. Herrlich, diese Wagen hier. So ist man gereist mit Stil. Ich glaube, das ist unser Signal, ne? Spitzensignale können wir noch setzen. Machen wir es mal, wie wir es in Deutschland machen würden. Dreimal weiß ist zwar nicht ganz korrekt, aber ich weiß es auch nicht besser. So, Zylinderhähne zu. Ganz
sein, dass wir den kleinen, nee, der kleine Ausweiser muss offen sein. Ich glaube, so passt das. Okay, wir dürfen weiter beschleunigen. Man in Realität vermutlich ja nicht machen, weil dann der ganze Dampf einem halt so entgegenkommt. Ne? Sehr schön, sehr, sehr schön. Auch jetzt Spirit of Steam mit dieser neuen Optik vom TSW 3. Schon nicht schlecht, ne? Okay, wir haben sehr wenig Dampf. Muss man ein bisschen hier zurückfahren mit der Leistung. Wo ist eigentlich unser Heizer? Wir brauchen mehr Dampf. Moment, die Kernel Cam, wer es kennt. Grüße gehen raus an die lieben Kernel Failure. Ja, so muss das. Also was wirklich schön ist, ist, dass, na, was sind das denn für Geräusche? Also was halt wirklich schön ist, ist, dass die Räder hier nicht mehr so komische Animationen haben.
ist denn die Sonne? Da ist die Sonne. Aha, ich wollte eine nette Perspektive mit der Sonne einfangen, aber das kriege ich nicht hin. Dampf gespart. Auf geht's. Wir können auch hier ein bisschen herwandern, können die Kohletür öffnen. Und hier die Handbremse lösen. Muss hier noch so ein bisschen umgucken. Das Licht anmachen. Frischdampfinjektor, Wasserventil. Okay. Ja, zwischendurch auf die Signale achten. Stehen Sie an der Heizerstation. Und jetzt? Jetzt stehe ich hier. Jetzt schon zu spät. Sehr schön. Ansonsten, also man muss halt wirklich sagen, dass hier ausmodelliert ist, das ist schon der Wahnsinn, oder? Auch ich finde die Feueranimation doch so gut gelungen. Sparen. Und sich hier aus dem Fenster herauslegen. Da sehen wir, wie schön alles hin und her wackelt, wenn wir stark dran liegen. Okay. 1,3 Meilen noch. Wir sind jetzt schon 3 Minuten zu spät. Sehr gut. Aber ich weiß auch gar nicht, wie wir es schaffen sollten, den Fahrplan einzuhalten. Also mal ehrlich. Es hat was ganz Gemütliches für diese Fahrt. Mit der Dampflok hin und her fahren. So, Leistungshebel runter. Denn da vorne müssen wir auch schon dann halten.
Das wird irgendwie nichts. Wieso werden wir nicht langsamer? Oh. Ich glaube, den Halt habe ich überfahren. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät gebremst. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Habt ihr das gerade gehört? Da lachen selbst die Kühe. Du musst nach hinten gucken. Ist da irgendwo ein Signal? Muss man so ein bisschen aufpassen. Perfekt. Der Zug fährt eh viel zu lang für den Bahnsteig. Ja, sehe ich auch so. So, ich hoffe, dass wir jetzt gleich beim nächsten Signal weiterfahren dürfen, denn es kann sein, dass ich die Fahrt ansonsten frühzeitig beenden muss. Das wäre natürlich etwas unvorteilhaft, aber naja, kann immer passieren. Huch. Eine Telefonbox. Ist immer süß. Wie gut das ausgestaltet ist. Guckt euch das mal an. Ja, richtig mit Telefonbüchern da drin. Aber nicht interaktiv, oder? Nee, schade. Mit der Wahlscheibe. Das ist schon mal cool. Oh, ja, fahren sie doch. Das finde ich cool, dass Autos selbst bei dieser freien Kamera praktisch warten und einen nicht überfahren. Ja, fahr doch jetzt. Da stehen wir. Und schließen mal die Türen. Und sehen das Signal. Der Zug scheint sich abseits der Route zu befinden. Nein. Okay, ja, das Problem ist, wir haben wohl anscheinend hier diesen Signalblock mehr oder weniger schon komplett überfahren und sind dann wieder zurückgefahren und das versteht dann der
der virtuelle Fahrdienstleiter dann nicht mehr. Das heißt also, wir kommen hier nicht mehr weiter. Oder? Nee. Denn das Signal hier ist rot. Was ein wenig unvorteilhaft ist, wenn man die Tatsache bedenkt, dass wir eigentlich weiterfahren wollen. Oh, das tun wir sogar. Ja, Bremse lösen. Bremse anziehen. So. Ja. Also das Problem ist, es gibt für das Problem auch keine Lösung. Das heißt also, diese Fahrt endet ein wenig sehr vorzeitig. Wir hätten eigentlich noch ein bisschen weiterfahren müssen, aber gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Der Profi ist hier richtig am Start. Ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen, alles Gute, alles Liebe.